Mein Name ist Klaus Meyer, ich bin Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth, eine Einrichtung, die sich vor allem mit beruflicher Bildung im Rettungswesen und mit Projektmanagement beschäftigt. Wir haben ein Projekt mit zwei Projektschwerpunkten. Zum einen Stärkung der Fähigkeit zur ersten Hilfe der ukrainischen Bevölkerung durch die Ausbildung von Multiplikatoren in erster Hilfe. Und wir installieren in Kiew ein Verlegungsrettungsdienstsystem, das vor allem dazu da ist, Patienten aus den frontnahen Kliniken in die rückwärtigen Kliniken zu transportieren, und setzen da den Schwerpunkt auf kritische Patienten, das heißt, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, und auch auf kindliche Patienten bis hin zum Säuglingsalter. Wir merken, dass vor allem Fachkräfte fehlen, die in den medizinischen Einrichtungen tätig werden können. Es fehlt an Ressourcen. Medizinisches Know-how ist dort vorhanden. Gerade im Bereich der orthopädischen Chirurgie haben die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen vielleicht sogar mehr Erfahrung als wir in Deutschland. Aber Standardisierung einzuführen in einer kriegerischen Situation ist wichtig, Qualitätsstandards hochzuhalten, eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse ins Land zu bringen. Das sind sicherlich Herausforderungen, die im Moment wichtig sind. Die Ukrainer haben ein sehr hohes Niveau in medizinischen Fragestellungen, aber sie haben natürlich unter der ständigen, auch mentalen Last des Krieges für vieles einfach im Moment keinen Kopf. Und wir können aus der Komfortzone eines friedlichen Landes dieses Wissen bereitstellen. Wir können Ressourcen bereitstellen und können dadurch vor allem auch mental unterstützen und auch zeigen, dass die Ukrainer nicht alleine sind. Und das ist eine der größten Projektwirkungen, die ich für mich persönlich feststelle. Wir erzeugen damit so eine tiefergehende oder eine tiefgehende deutsch-ukrainische Freundschaft. Das kann man im Moment nur erahnen. Wenn ich eine Parallele ziehe zur deutsch-französischen Freundschaft, die aus einem Krieg heraus entstand, entsteht ja die ukrainisch-deutsche Freundschaft durch Hilfestellung und durch Unterstützung. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten seine Wirkung noch entfalten.